So, Kameramann, ja, heute reden wir über Lens Flares. Also genau das, was Licht macht, wenn es auf deine Linse trifft und wie du sie digital in DaVinci Resolve einfügen kannst, um deinen Szenen noch etwas mehr Flair hinzuzufügen. Auf geht's! Doch bevor wir einfach random irgendwelche Lens Flares draufklatschen, möchte ich etwas Theorie mit dir machen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen diesem Handylicht und diesem LED-Licht? Siehst du es? Das große Licht hat einen verdammt sanften Vorlauf und hier hast du einen Vorlauf, der eher sternig ist. Das bedeutet, Lens Flares sind an und für sich anders, je größer die Lichtquelle ist. Deswegen sieht man auch meistens nicht wirklich Lens Flares, wenn man große Lichter hat, sondern mehr, wenn man Spotlights nutzt. Also wenn du eine Softbox nutzt, so wie ich hier drüben, dann wirst du höchstwahrscheinlich von der Softbox kein Lens Flare sehen. Aber hast du einen Point Light an deiner Seite, kannst du schon einen Lens Flare sehen. Und die Beschaffenheit dieser Spikes und wie viele das sind, das liegt an deinem Objektiv, wie viele Blendenlamellen drin sind. Hast du eine ungerade Anzahl an Blendenlamellen, dann bekommst du das Doppelte an Sternen. Hast du eine gerade Anzahl, bekommst du einfach nur die gerade Anzahl ausgegeben. Und jetzt meine Frage, wie viele Blendenlamellen hat meine Cam? Aber die Beschaffenheit der Spikes wird nicht nur durch die Blendenlamelle gesteuert, sondern auch durch die Öffnung der Blende. Ich demonstriere dir was. Ich muss mal kurz dunkler machen, damit du das siehst. Okay, dieser Stern, der wird weicher, je weiter offen ich diese Blende mache, bis er bei komplett geöffneter Blende nur noch ein, naja, sanfter Falloff, ein Holo ist, weil jetzt natürlich die Blendenlamellen gar nicht einschneiden. Aber sobald ich das auch nur ein klitzekleines bisschen reindrehe, siehst du das, kommen diese Spikes rein. So viel zur Theorie, aber lass uns doch mal gucken, wie wir solche Lens Flares in DaVinci Resolve einbauen können. Da gibt es einmal den kostenlosen Weg. Dann gibt es die Lens Flares, die mit DaVinci Resolve mitkommen, wenn du dir die Studio-Version kaufst. Und dann gibt es noch ein Plugin, welches ich nur empfehlen kann. Und das ist Lens Master Flares von David Cohen, auch bekannt als Learn Now Effects. Und da ich dieses Plugin in den letzten 3 Monaten ausgiebig getestet habe, habe ich ihm gesagt, ja, das kann ich guten Gewissens empfehlen. Und er hat mir sogar noch einen Gutscheincode für euch hinterlassen. Und all diese 3 Optionen schauen wir uns in diesem Video an und beleuchten Vor- und Nachteile. Und ich habe dir natürlich wie immer eine Kapitelübersicht in der Beschreibung dagelassen. Das heißt, falls eine Option für dich nicht relevant ist, überspring sie gerne. Aber meine Watchtime würde sich freuen, wenn du das Video von vorne nach hinten anguckst und dem Ganzen noch ein Like da lässt. Aber so viel dazu, let's jump into Lens Master Flare. So, diesem netten Herrn wollen wir jetzt ein paar Lens Flares verpassen. Dazu gehe ich hier in Fusion und suche mit Shift Space nach Lens Master Flares. Klicke hier auf Add und schon kommt das in mein View. Und du siehst, es passiert noch gar nichts, weil wir müssen erstmal ein Preset auswählen. Und dazu können wir auf Browse Presets klicken und können hier quasi vorgefertigte Preset-Gruppen ansehen. Geteilt nach Utility, Sci-Fi und Magical. It's magic! Aber ich persönlich mag es lieber dezent und deswegen klicke ich hier auf Open Preset Builder und kann mir jetzt einfach hier aus den verschiedenen Elementen mein eigenes Ding zusammenstellen und ich persönlich liebe den Streak und deswegen nehme ich den Streak und wenn du da mal siehst, hat es mir jetzt hier einen Streak, einen Lichtstreifen in meine Komposition gehauen. Und jetzt kann ich mittels Global Position den Streak dahin positionieren, wo ich ihn haben will. Und ja, diese Position können wir auch tracken. Ich suche mir mit Shift Space einen Tracker und verbinde mein Media In mit dem Tracker. Lass mir den anzeigen, gehe zum ersten Frame meiner Komposition und track zum allerersten Mal hier die Lampe an der Seite. Und go! Und weil wir schon mal dabei sind, können wir gleich noch einen Tracker hinzufügen. Hier auch gleich nochmal eine andere Lampe tracken. Und damit habe ich jetzt 2 Tracker, die sich in meiner Komposition schön bewegen. Und jetzt kann ich ganz einfach hier auf Lens Master Flares klicken und sagen dem einen, okay, hier connect to Tracker 1 Position. Und wenn wir uns jetzt mal den Media Out anzeigen lassen, dann siehst du, dass der Lightstreak genau an dem Pfad von Tracker 1 befestigt ist. Aber du siehst, auch wenn der Flare halt hinter den Haaren ist, geht er leider noch nicht weg.
Und das heißt, wir müssen eine Maske ziehen und den Ganzen verdecken. Und das machen wir mittels Occlusion. Oh, und noch eine ganz lustige Eigenschaft von Lensflares. Sie werden kleiner und größer, je nachdem, wie stark man sie verdeckt. Auch genannt Occlusion. Und Lensmaster Flares ist super gut darin, diesen Occlusion Layer oder diese Occlusion Mask zu nutzen. Und da das hier ein Gegenlichtshot ist, könnte ich ganz einfach sagen, überall da, wo hell ist, sei nicht verdeckt. Und überall da, wo dunkel ist, also gerade hier die Haare, da könnte ich sagen, sei verdeckt. Das heißt, ich suche mir einfach eine Bitmap-Node raus und verbinde die Bitmap-Node hier herein und sage in dem Bitmap-Channel, nimm die Luminance. Und jetzt crushen wir mal so ein bisschen das ganze Ding runter, sodass es dunkel ist. Dunkel, dunkel, dunkel. Und erhöhen so ein bisschen den Kontrast. Und nehmen noch ein bisschen Soft Edge dazu, sodass wir einen schönen Übergang haben. Und das nehmen wir jetzt rein und mit Alt gedrückt hier in die Occlusion rein. Und jetzt können wir hier unten in Lensmaster Flares sagen, Use Occlusion Layer und plupp ist das Ganze weg. Und das liegt daran, dass es denkt, alles das, was weiß ist, ist das, was verdecken soll. Das heißt, in der Bitmap kann ich einfach nur auf Invert klicken und schon ist er wieder da. Und wenn wir jetzt zum Ende unserer Komposition gehen, dann geht der Lens Flare weg. Hast du gesehen, das Ein- und Ausanimieren können wir uns sparen, wenn wir das Occlusion Feature richtig nutzen. Muah, Gold wert. Okay, aber lass uns doch mal gucken, was die Lens Flares von DaVinci Resolve Studio Version so drauf haben. Denn die haben auch ein Occlusion Feature. So, ich behalte mir mal hier drin meinen Tracker und meine Occlusion Mask. So, um jetzt etwas Ähnliches in der Studio-Version von DaVinci Resolve herzustellen, suche ich mir in meiner Effekt-Library unter Templates hier die Lens Flares raus. Und ich habe persönlich erfahren, dass ich persönlich sehr, sehr gerne den Lens Flare 11 nutze von den fertigen Presets. Und wenn wir uns das jetzt anzeigen lassen, dann siehst du, haben wir jetzt hier einen Punkt, den wir hin und her bewegen können, der auch noch einen weiteren Flare dazu hat und noch hier solches komisches Gekriesel von der Linse. Und das können wir alles einstellen, indem wir mit einem Doppelklick auf die Gruppe klicken und immer den letzten, das ist so dieser Master Lens Flare, den wir bearbeiten können. Unter L3 finden wir dann die Punkte, die wir an- und abwählen können, falls du das nicht haben möchtest. Und hier den können wir komplett ausschalten mit Steuerung P und dann haben wir den nicht mehr. Das ist schon mal etwas, was uns sehr, sehr hilft, das Ganze ein bisschen cleaner aussehen zu lassen. Okay, jetzt muss ich das Ganze natürlich noch mitbewegen. Dazu klicken wir hier auf Hotspot und bei Prime Center klicken wir mit Rechtsklick drauf, Connect to und dann unseren Tracker 1 Position. Und schon folgt unser Tracker, unser Lens Flare wieder unserem Tracker und er geht wieder nicht weg. Das bedeutet, wir müssen noch die Occlusion einfügen und um hier an diesen Occlusion-File zu kommen, müssen wir das Ganze ungroupen, also mit Rechtsklick auf die Gruppe drauf, ungroup und jetzt haben wir genau dieselbe Möglichkeit, die Mask hier mit Alt in unsere Occlusion zu nehmen, aber du siehst, es passiert immer noch nichts und das liegt daran, dass wir hier im Master Lens Flare noch unter Occlusion von None auf Alpha umstellen müssen. Und schon siehst du, ist er am Anfang da und geht dann auch langsam weg. Okay, kommen wir mal zum Vergleich zwischen den beiden. Ich finde persönlich Lensmaster Flares einfach um einiges günstiger in der Handhabung und einfach schneller, weil ich ganz einfach meine Occlusion in einfach nur einen Layer reinballern muss und die Farbe einfach so picken kann, was einfach wunderbar funktioniert, wenn du schneller arbeiten möchtest. Aber natürlich sind die Lens Flares von DaVinci Resolve auch okay. Ich finde es allerdings persönlich viel, viel einfacher zu sehen, was für Lens Flares ich habe, anstatt mich durch 40 Presets durchzubühlen, ehe ich dann ungefähr was gefunden habe, was mir gefällt. Also ein ungemeiner Timesaver da. Und für die, die wirklich in ihren Taschen nichts weiter außer Masken haben, für die habe ich jetzt auch noch eine kostenlose Alternative. Und zwar habe ich dir ein Lens Flare Preset gebastelt mit den hauseigenen Tools von DaVinci Resolve. Und wie man das nutzt, das gucken wir uns jetzt an.
Okay, wenn du das LensFlare Preset von meiner Website runtergeladen hast, kannst du es ganz einfach hier in die Node Area ziehen und schon entblättert es sich. Es ist ziemlich groß, aber keine Sorge, wir gehen durch, was was ist. Zuallererst möchtest du den Media In mit dem Router verbinden und als nächstes den Merge mit dem Media Out. Und schon solltest du ein LensFlare sehen. Okay. Wenn du jetzt mal hier ganz oben guckst, dann haben wir unterschiedliche Presets. Wir haben hier einmal einen Streak, den wir dann auch noch unter Depth etwas mehr Falloff geben können. Dann haben wir einen Star, den wir in der Star Node mit mehr Points versehen können, so wie du das willst. Und dann haben wir natürlich auch noch einen soften, runden Glow, den du in der Ellipse Shape auch noch zu einem Halo machen kannst, wenn du das möchtest. Ich gehe jetzt hier natürlich mit meinem Lightstreak. Um das Ganze sich mitbewegen zu lassen, haben wir hier eine Transform Node, die wir an den Tracker binden können, mit dem das Ganze natürlich mitkommt. Aber da wir ja schon getrackt haben, können wir ganz einfach mit Rechtsklick auf das Center klicken, Connect to und dann Tracker Path 1 Position nehmen und schon springt unser Lightstreak an die Stelle, die wir getrackt hatten. Und jetzt können wir natürlich unter Size das Ganze auch noch größer und kleiner stellen, so wie wir es schöner finden. Dann haben wir auch hier eine Occlusion Bitmap, die wir dann quasi nur noch mit unserem Media In verbinden müssen. Wupp. Und schon haben wir das Occlusion Feature, was das Ganze dann auch weggehen lässt, wenn die Haare hinten weggehen. Du kannst natürlich hier auch eigene Masken ziehen und da reinhauen, ne? Okay, und dann haben wir noch hier eine ausgeschaltete Node namens Horizontal Glow. Mit Steuerung P können wir uns die anmachen und du siehst, es gibt uns einfach noch ein bisschen mehr Umf dazu, ne? Damit das noch ein bisschen mehr flärt. Aber den würde ich nur bei dem Lightstreak nutzen und nicht bei den anderen. Okay. Dann haben wir hier noch die Raise Node, die quasi kontrolliert, wie viel Falloff wir haben. Hier können wir ganz einfach den Decay runternehmen und schon wird das Ganze größer oder kleiner, dünner, schmächtiger. Und dann haben wir hier unten noch einen Color Corrector, mit dem wir das Ganze einfärben können. Falls du meinst, der Lightstreak passt noch nicht ganz so gut rein, dann können wir ihn ganz einfach einfärben und schon haben wir ebenfalls unseren Lightstreak eingefügt, der, wie gesagt, auch dieses Occlusion-Feature mehr oder weniger gut umsetzt. Okay, lasst uns jetzt nochmal alle drei Varianten zusammen in einen Shot hauen und vergleichen. Ich persönlich finde, die LensMaster Flare-Variante sieht am besten aus, danach die Studio-Variante und danach meine crappy nachgebaute Free-Variante, die du dir gerne unten runterladen kannst. Aber hey, sag mir doch mal, welche dieser Varianten dir am besten gefällt und warum. Und schreib mir doch, ob du dich für die LensMaster Flares entschieden hast, mit meinem Gutscheincode unten in der Beschreibung. Weil ich finde persönlich, das Plugin spart dir so viel Zeit. Und das ist Zeit, die du dann eben nicht vorm Rechner sitzt oder eben neue Videos aufnehmen kannst. Ich hoffe, dieses Video hat illustriert, wie gut du LensFlares in unterschiedlicher Weise einbauen kannst in DaVinci Resolve. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Video, Kameramagier. Ciao.